So, ich habe da jetzt zwei kleine Löcher reingebohrt. Den Beschlag konnte ich so mit der Schraube abmachen. Den ein bisschen beiseite gedrückt. Jetzt habe ich zwei kleine Löcher reingebohrt und kann jetzt hier mit der Zange drehen. Und die Tür geht auf. Jetzt drehe ich das gleich wieder zurück, schraube das wieder fest und dann ist das wieder in Ordnung. Und so kann man eine Tür mit einer Akkubohrmaschine und eben halt mit so einer Spitzzange öffnen.